da haben wir auch gleich den ersten Kontakt, allerdings ein Foulball. Ah, ein satter Schlag hier vom Elmshorner. Ah, schöner Versuch von Cornelius Kast auf Shortstop, den noch zu fangen, aber der ist wirklich genau zwischen In- und Outfield runtergekommen. Da kann man nichts machen. Damit der erste Elmshorner auf dem ersten Base. Ah, der Kegel, der pitcht sonst auch ganz gerne mal für Elmshorn. Ja, ein schwacher Groundball zur dritten Base. Benny Berning schafft es, den Ball zur zweiten Base zu werfen. Damit ist zumindest der Runner an zwei, beziehungsweise der in Richtung zwei unterwegs war, aus. Ein Aus haben wir. Kegel ist allerdings safe an der Eins. Ja, Röpke am Schlag. Ich glaube, das ist der Sohn vom ehemaligen Pitcher, der zumindest bei uns im Norden ein gewisses Renommee pflegt. Oh, da wird gestealt. Ah, guter Wurf von Florian, allerdings nicht ganz on point und auch ein bisschen spät. Christopher Kegel damit auf der zweiten Base. Das war jetzt der erste Steal. Okay, da haben wir den ersten Walk. Dennis Röpke damit auf dem ersten Base. Wir haben immer noch einen aus hier. Runner auf First and Second. So, jetzt am Schlag Louis Maven. Okay, da war der Kegel an der 2 ein bisschen frech. Aber Tim Hartmann hat hier alles unter Kontrolle. Okay, da wird ein Time gecallt. Ah, outside low, mächtiger Hack drauf, einer für Tim. Und der zweite Strike, allerdings gleichzeitig ein Double Steal von Elmshorn, damit Kegel auf 3 und Röpke auf 2. Oh, oh, oh. Wieder ein Hit ins Shallow Center. Da kam unser Centerfielder Lilian Buhl nicht ganz ran.
Und fürs Infield war er dann doch zu weit. Also da kann man nichts machen. Das war jetzt die Führung, das 1:0 durch Christopher Kegel für Elmshorn. Am Schlag jetzt Robert Ingram für Elmshorn, der ehemals Import-Pitcher der Elmshorner, der aber dann doch, so man den sozialen Medien der Elmshorner glauben mag, der Liebe wegen in Elmshorn verhaftet geblieben ist. Ja, zweiter Strike für Tim Hartmann gegen Robbie Ingram. Oh, High Heat. Tim Hartmann mit dem ersten Strikeout hier gegen Robbie Ingram. Damit haben wir zwei aus. Ja, jetzt am Schlag Liam Gucci, der Catcher der Elmshorner. Und Tim Hartmann mit dem ersten Strike gegen Gucci. Ah, das sind die Klassiker, die Tim da wirft zum zweiten Strike. Gerade für Righties schwer zu sehen. Und ah, schon wieder einer. Genau in die Zone zwischen In- und Outfield. Da kam Corny nicht mal ganz ran, unser Shortstop. Ja, das war das 2:0. Und Liam Gucci mit diesem Single auf der 1. Und auf der 2 steht auch noch einer. Jetzt am Schlag Alexander Rivera. Aber die Regents haben zwei aus gegen die Elmshorner. Okay, noch ein Foulball, aber da kamen unsere Feldspieler nicht ganz ran. Zweiter Strike damit gegen Alexander Rivera. Benjamin Berning, sehr souverän, fängt diesen Groundball und feuert ihn zu Christoph Mohrens erste Base und zwar rechtzeitig. Das war das dritte Aus. Wir gehen ins untere erste Inning. Die Gäste aus Elmshorn führen mit 2:0. Aber ne, wir spielen ja 2×7 Innings hier. Da ist noch nichts Dramatisches passiert.
So. Wir legen gleich los. Wie wir sehen können, wie Sie sehen können, ist Christopher Kegel nicht nur DH, sondern auch Starting Pitcher für Elmshorn. Und da sind jetzt die letzten Warm-Up-Pitches, die wir sehen. Ja, für uns fängt an Lilian Buhl gleich als Leadoff. Und sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass wir uns hier in den Playdowns befinden. In der zweiten Bundesliga Nord-Nordost spielen die ersten vier in den Playoffs. Und sagen wir mal, Platz 5 bis 11 spielen nochmal gegeneinander in den Playdowns. Dabei werden die Ergebnisse aus der regulären Saison mitgenommen. Und wo ich schon bei der regulären Saison bin, beim Doubleheader in Elmshorn vor Wochen, Monaten, ich weiß es nicht so genau, um ehrlich zu sein, haben die Regents gesweept. Und zwar in beiden Spielen doch recht deutlich, soweit ich mich entsinne. Mal gucken, was das heute wird. Wie gesagt, es steht 2:0, Lilian Buhl jetzt am Schlag für die Hannoveraner. Und Kegel legt gleich mit einem Ball los. Na, jemand, der so groß ist, der hat natürlich auch Hebel. Mal gucken, was unsere Jungs damit machen. Ja, da haben wir den ersten Strike. Ein Ball, ein Strike damit, der Count. Hoher Ball ins Centerfield, aber ich glaube, das ist Ingram im Centerfield. Der fängt den routiniert aus der Luft, damit ein aus. Jetzt am Schlag unser Kanadier Nate Hamel. Okay, erster Wurf, ein Strike gegen Nate. Sah von hier kurvig aus. Oh, heftiger Schlag ins Left Field. Allerdings ist der Left Fielder Delms Horner rechtzeitig zur Stelle und fängt auch diesen Ball aus der Luft, damit zwei aus. Ja, unser Stadionsprecher Texas hat es gerade gesagt. Jetzt am Schlag Benny Berning, unser Third Baseman. Vielleicht klappt es ja mit ihm. Aber geht los mit einem Ball. Das ist schon mal ganz gut aus Sicht Hannovers. Ja, im Baseball ist das so. Manchmal trifft man die Lücken, manchmal trifft man auch so den Bereich zwischen In- und Outfield für einen guten Hit. Manchmal schlägt man die Bälle aber auch so, dass da jemand steht. Das ist natürlich doof. So wie jetzt zum Beispiel, direkt auf dem Second Baseman, zum dritten aus. Aber ja, da kann man nichts machen, ne?
Ja, beim Stand von 2:0 gehen wir ins obere zweite Inning. Elmshorn als Gastmannschaft ist entsprechend wieder am Schlag. Dann gucke ich mal auf die Line-Up, wer das jetzt ist. Die Nummer 15 ist Tore Struben. Ja, Tim Hartmann beginnt hier mit einem Ball, ein bisschen low. Ja, Foulball, aber für die hannoversche Feldverteidigung nicht erreichbar. Damit ein Ball, ein Strike. Wir haben hier in Hannover ja auch die besondere Situation, dass Foulballs auch gerne mal auf die an den Sportplatz angrenzende Straße oder sogar die Tankstelle fliegen. Und ob Sie es glauben oder nicht, bisher ist nichts Schlimmes passiert in all den Jahren. Ein Slow Roller Richtung Second Base zu Yannick Wolters, der ihn aber noch rechtzeitig aufnimmt und zu 1 feuert. War recht knapp von hier aus betrachtet, aber der Field Ump gibt den Runner aus. Damit haben wir jetzt ein Aus im oberen zweiten Inning. Jetzt am Schlag für die Elmshorner Emil Kielbaser. Und Tim Hartmann beginnt den Count gleich mit einem Strike. Und das ist der nächste Strike in Form eines Foulballs in den Backstop. Damit 2 Strikes für Emil Kielbaser. Ja, und da haben wir einen Strikeout. 3 Pitches, 3 Strikes. Tim Hartmann sorgt damit für das zweite Aus im oberen zweiten Inning. Und ja, es geht wieder mit Top of the Lineup los. Thomas Wenske ist jetzt am Schlag. Mit dem ging es ja los. Ja, das liegt in der Natur der Sache, wenn man Leadoff ist, ne? Schöne Kurve da von Tim, aber hat nicht ganz gereicht für einen Strike. Ja, nochmal sowas ähnliches. Also 2 Balls für Thomas Wenske. Und nach wie vor 2 aus. Dritter Ball. Na, mal gucken, ob er jetzt schwingt. Nee. Gut kalkuliert, 4 Balls am Stück, damit ein Walk für Thomas Wenske bei 2 aus. Jetzt am Schlag Christopher Kegel, der DH und gleichzeitig Pitcher. Ja, das ist ja auch eine ganz praktische Regelung, aber dazu vielleicht später mehr. Und ein sogenannter Pickoff von Tim ans erste Base, aber Thomas Wenske ist rechtzeitig zurück. Damit ist er safe. Schöner Strike jetzt von Tim. Und noch ein Pickoff-Versuch ans erste Base. Aber auch hier, der Runner der Alligators muss sich nicht einmal strecken und in den Dreck werfen. Kann ganz entspannt zurückgehen. So viel Abstand hat er noch nicht, aber das ist wahrscheinlich auch ganz vernünftig. Denn mit Tim Hartmann hat Hannover ja einen linkshändigen Pitcher auf dem Mound stehen, der ein wenig leichter als rechtshändige Pitcher einen Pickoff ans erste Base machen kann. Entsprechend verwundert es nicht, dass der Runner da ein bisschen vorsichtiger ist.
Na, weniger erfahrene Läufer kann man damit schon relativ einfach ausmachen am ersten Base. Ja, der Ball ging auch über den Zaun und das klang gerade so, als hätte der V-Ball irgendwas getroffen. Also die Straße, der Asphalt klingt anders. Mal gucken, was getroffen wurde. Und Kegel haut einen Grounder Richtung Second Base. Yannick Wolter schafft es nicht ganz, den unter Kontrolle zu bringen. Ist jetzt die Frage, ob das ein Base-Hit war oder ein Error. Aber im Endeffekt ist das ja auch unerheblich, denn egal wie es gescored wurde, die Elmshorner haben jetzt Runner auf dem ersten und auf dem zweiten Base. Jetzt am Schlag die Nummer 12, Dennis Röpke. Und der fängt mit einem Foulball an. Und der zweite Foulball. Und gefunden? Ja, ist was zu Bruch gegangen? Nee. Ich habe den natürlich gefangen. Super. Ja, Corny, unser Shortstop, hält den Runner kurz. Aber Röpke macht einen Hit. Da kann man im Feld nichts machen. Der war genau in die Lücke zwischen Third Base und Shortstop und ging vor dem Left Field runter. Ja, da kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Schöner Hit. Ärgerlich natürlich für Hannover. Und wir hier in der Kommentatorenhütte sind ja auch nicht ganz voreingenommen, aber ne, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, jetzt haben wir bei zwei aus, die Bases loaded und Luis Mevin ist am Schlag für die Gäste aus Elmshorn. Und ein Strike. Und ein hoher Foulball. Ah. Unter großen Anstrengungen gelingt es dem Catcher Florian Knölke leider nicht, den aus der Luft zu fangen. War aber eine knappe Kiste. Damit haben wir einen Full Count. Drei Balls, zwei Strikes. Immer noch Bases loaded bei zwei aus. Aber egal wie bedrohlich das ganze Szenario jetzt wirkt, ist ja noch kein Run reingekommen, ne? Und da war das dritte aus. Groundball zum Shortstop, der zu eins wirft. Der Ball war rechtzeitig da. Christoph Mohr musste ein bisschen den Ball aus dem Dreck picken, aber nichtsdestotrotz konnte er ihn rechtzeitig unter Kontrolle bringen. Ja, trotz Bases loaded, keine weiteren Runs für die Gäste aus dem hohen Norden. Es bleibt beim 2:0 und die Regents müssen wieder in die Offensive.
Ist jetzt die Frage, ob man jetzt von können, müssen oder dürfen spricht. Es ist ja auch unerheblich. Jetzt geht es darum, mal selbst ein paar Runs aufs Scoreboard zu bringen. Ja, defensiv ein schönes Inning von den Regents, trotz Bases-Loaded-Situation am Ende. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Und dieser Coach eröffnet den Schlag rein. Und Nummer 24 in der Bettersbox, Christoph! Ja, jetzt am Schlag Christoph Mohr für die Hannover Regents, unser Spielertrainer. Und es geht gleich los mit einem Strike durch Christopher Kegel, der nach wie vor auf dem Mount ist. Und das ist der zweite Strike. Das sah nach einem Breaking Ball aus. Und der dritte Wurf war ein Ball, deutlich über den Catcher. Damit ein Ball und zwei Strikes für Christoph Mohr. Oder je nach Perspektive gegen Christoph Mohr und für den Pitcher Christopher Kegel. Und ein sogenannter Dropped Third Strike. Christoph Mohr läuft aber geistesgegenwärtig zur 1. Der Wurf zur 1 geht aber ziemlich daneben, weil in einer solchen Situation normalerweise durch einen Wurf an die erste Base das Aus trotzdem gemacht werden kann. Ja, Christoph Mohr damit sicher an der 1. Und jetzt am Schlag unser Catcher Florian Knölke. Ball outside gegen Florian Knölke. Erster Strike, damit der Count 1 und 1 gegen Florian Knölke. Und ein Foulball Richtung Straße zum zweiten Strike.
Ja, was haben wir gerade gesehen? Erstmal einen Ball in den Dirt. Und Christoph Moore stiehlt die zweite Base. Der Wurf vom Catcher Gucci war an sich nicht schlecht, aber konnte am zweiten Base nicht sicher gefangen werden. Damit Christoph Moore sicher am zweiten Base. Wir haben nach wie vor keine Aus. Ein Count von 2-2 gegen Florian. Und da ist der dritte Ball zum Full Count. Auch in den Dreck. Mal gucken, was jetzt kommt. Und Ball High. Damit ein Walk für Florian Knölke, der ganz entspannt zum ersten Base joggen kann. Jetzt am Schlag Cornelius Kast. Ja, Texas hat gerade schon gesagt, Corny ist unser Shortstop. Ja, Corny ist auch ein ja, sehr, sehr solider Spieler, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Herren spielt. Und als Veteran im Tennis hat er auch eine ziemlich gute Hand-Augen-Koordination, wie ich finde. Und ein Foulball, der wahrscheinlich auf die Straße gegangen ist, senkrecht fast nach oben, mit einem leichten Drall nach hinten. Aber auch hier war jetzt kein wütendes Hupen zu hören und auch keine Scheibe, die zu Bruch gegangen ist. Da ist der zweite Strike, Breaking Ball. Ja, ein langsamer Groundball zum Third Baseman, der Elms Horner. Der tritt in dieser Force-Play-Situation einfach aufs dritte Base. Damit war Christoph Moore aus. Darauf folgte ein Wurf ans erste Base, der nicht ganz punktgenau war, könnte man sagen. Corny Kast damit sicher an der ersten. Und in der Situation ist Florian Knölke auch, und das zeichnet einen hohen Baseball-IQ aus, direkt ans dritte weiter. Der First Baseman hat ans dritte Base geworfen. Allerdings konnte Florian nicht ausgemacht werden. Damit haben wir jetzt bei einem aus. Runner auf dem ersten und dem dritten Base. Am Schlag ist jetzt Yannick Wolters. Und da geht es auch mit einem Strike los. Und ein kleiner Fun-Fact, beziehungsweise Non-Fact könnte man auch sagen, Yannick Wolters hat mit dem gleichnamigen Bier aus Braunschweig meines Wissens nichts zu tun. Da ist der zweite Strike. Und da war das Strikeout. Und damit haben wir jetzt insgesamt zwei aus, two down im Baseball-Fachjargon. Und nach wie vor Läufer auf der dritten Base und einen auf der ersten Base. Jetzt am Schlag. Ja, Marco Pietschner ist jetzt am Schlag. Auch ein guter Mann, den ich aus der zweiten Herren kenne, auch einer von denen, die nicht genug vom Baseball bekommen und in der ersten und zweiten Herren gleichzeitig spielen. Und der erste Wurf, ein Ball. Der zweite war auch ein Ball, bisschen inside.
Ja, da haben wir leider das dritte Aus. Ein Strikeout gegen Marco Pietschner. Ja, zweite Inning ist damit vorbei. Leider ohne Runs für die Regents. Mal gucken, was das dritte Inning bringt. Aber ja, da kann ich nur ein ernüchtertes, was wollen wir machen, von mir geben. Aber das Schöne am Baseball ist auch, manchmal wird erst im letzten Inning ein Spiel gedreht. Hier ist alles möglich und ein Score von 2:0 ist nun absolut nichts Unmögliches, um aufgeholt zu werden. Und Nils ist natürlich heute auch nicht alleine am Mikrofon. Ich begleite ihn wieder jetzt, nachdem die Technik steht. Ja, moin Moritz. Mische ich dann auch mal ein. Guten Morgen zusammen. Auch herzlich willkommen an unsere Elmshorner Zuschauer. Es ist schön zu sehen, dass nicht nur unsere treuen Regents Zuschauer diesen Stream verfolgen, sondern auch aus dem fernen Elmshorn eingeschaltet wird. Ja. Da wir jetzt ja gerade im Inningwechsel sind, Nils, wollen wir uns einfach jetzt einmal nochmal schnell für alle Zuschauer unsere Feldpositionierung anschauen. Ja, ich finde das eine gute Idee. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere erst kurz nach 12 eingeschaltet. Dann gehen wir das doch mal durch. Ja, Pitcher habt ihr vermutlich schon mitbekommen, ist bei uns Tim Hartmann. Hinter der Homeplate Florian Knölke. Auf der ersten Base unser Spielertrainer Christoph Mohr. Momentan noch auf der zweiten Base Yannick Wolters. Dritte Base spielt Benny Berning. Wie eigentlich immer. Auf Short heute Cornelius Kast. Im Left Field unser Kanadier Nate Hamel. Also good morning to Canada. As I've known from the past, Nate's parents should be awake. It's 6:45 a.m. Yeah. Good morning to Canada. I've learned there, waking up early to see all his games. So welcome, Lisa. I'm hoping to see some comments from you again this time. Maybe in the second game when you're really awake. Well, with a cup of coffee, should be possible. Und da das Spiel im Hintergrund schon weitergeht, gucken wir hier noch einmal schnell zu Ende. Im Centerfield Lillian Buhl und im Rightfield Marco Pietschner. Ja, und Robbie Ingram jetzt als Leadoff hier im oberen dritten Inning für die Gäste hat jetzt schon zwei Strikes auf dem Konto. So. Ja, hart geschlagener Ball ans erste Base. Christoph Mohr kann ihn nicht ganz unter Kontrolle bringen. Dadurch Robbie Ingram sicher auf dem ersten Base. Jetzt am Schlag Gucci, allerdings nur mit einem C. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben ja schon Grüße nach Kanada gebracht. Ich frage mich gerade als Nordlicht, ob Hunters 58 einer der Gruns aus Norderstedt ist. Vielleicht kann ja Hunters 58 mal in den Chat schreiben. Hier ist nämlich ein ehemaliger Flensburger am Mikro, unter anderem. Ja, das erste Aus. Gucci haut ins Centerfield. Diesmal ist Lilian Buhl da und fängt den Ball souverän aus der Luft. Ja, Rivera fängt mit einem Foulball an. Ich weiß gar nicht, Moritz, warst du noch unverletzt bei den Hinspielen in Elmshorn? Warst du dabei oder
da war ich tatsächlich auch nicht dabei dieses Jahr. Okay, also weißt du jetzt auch nicht. Von daher kann ich da auch nicht mehr Insights geben. Okay, weil ich meine mal gelesen zu haben, dass die Elmshorner Anfang der Saison einen ehemaligen College-Spieler als Import hatten, der irgendwie Peterson oder so hieß. Aber vermute ich mal, dass der Rivera jetzt im Laufe der Saison dazugekommen ist. Das ist mein educated guess. Derweil ist Tore Stuben am Schlag und Tim Hartmann fängt mit einem Strike an. Aber bezüglich Positionierung neun alten Spielern können uns bestimmt unsere Elmshorner im Chat auch ein paar Hinweise geben, was da so vor sich geht, wie daneben wir mit unseren Vermutungen liegen. Genau. Oder ob Nils tatsächlich mit allem recht hat. Ja, mal gucken, ne? So, aber das war jetzt ein schnelles Inning für Hannover. Das letzte ausmacht Pitcher Tim Hartmann selbst. Keine weiteren Runs für die Gäste. Ja, hoffen wir mal, dass in der Offensive was passiert für die Regions. Na, wir sind, wie gesagt, nicht ganz unvoreingenommen. Wir wollen natürlich hier ein gutes Baseballspiel sehen. Aber ich glaube, Moritz, du wärst vielleicht auch nicht ganz traurig, wenn hier auch ein Run passiert für die Gastgeber, oder? Ja, so mindestens zwei Runs dürfen jetzt auf jeden Fall noch mal reinkommen. Und Kim, ich lese gerade, Jacob Peterson ist wieder zurück in den USA. Ah, okay, gut. Das Thema damit also auch. Okay, ja, ich erinnere mich nur, ich bin ja so jemand, der vor der Saison immer ganz gerne bei allen möglichen Konkurrenzteams die Websites durchforstet nach Season Previews. Da gibt es ja Vereine, die da mehr machen und welche, die weniger machen. Und ich erinnere, dass Elmshorn da halt irgendeinen ehemaligen College-Spieler namens Peterson angekündigt hatte. Aber ja, gut, der ist dann wohl wieder zurück, ne? Und wo wir jetzt gerade dabei sind, nachdem wir eben unser Heimteam im Feld einmal gezeigt haben, hier auch nochmal schnell unsere Gäste aus Elmshorn auf dem Mount. Christopher Kegel, Catcher, wo habe ich ihn? Liam Gucci? Ob es genauso geschrieben wird? Ja, ich glaube ja. Ich habe mal vor, ich glaube 2020 mit Flensburg, also in dieser blöden Corona-Saison mit Flensburg, ein Freundschaftsspiel gegen die Hamburg Steelers 3 gemacht, so im Oktober oder so. Und da haben wir die Flensburger Mannschaft mit ein paar Elmshornern aufgefüllt und da war Gucci auch dabei. Und ich meine, dass das tatsächlich so ausgesprochen wird, aber ohne Gewehr, ne? Dann sind wir da mal gespannt. Jetzt kommt tatsächlich schon unser erster Schlagmann an die Homeplate. Von daher einmal im Schnelldurchlauf an der ersten Base. Luis Meven. Falls wir hier von der Lineup ein paar Rechtschreibfehler haben, korrigiert uns gerne. Auf der zweiten Base Emil Kielbasa. Ich hoffe, das ist richtig. Die Schrift war nicht ganz zu entziffern. Aber ich glaube, Kielbasa ist schon richtig. Kielbasa wird bestimmt richtig sein. Gucci wird aber wie Gucci ausgesprochen. Alles okay. Klar. Geschrieben ist es richtig, gesprochen somit auch. Vielen Dank für den Hinweis. Machen wir einmal schnell weiter. Auf der dritten Base Dennis Köpke, Shortstop Thomas Wenke. Wenske? Wenske? Ja genau, ich glaube Wenske, bin ich mir ziemlich sicher. Dann muss ich mir die richtige Rechtschreibung noch einmal angucken und dann wird der Name auch gleich korrigiert. Im Left Field aber Tore Struben. Im Centerfield Robert Ingram und im Rightfield Alexander Rivera. Ja, der Thomas Wenske ist auch ein richtiges Baseball-Urgestein aus Elmshorn, genauso wie der Pitcher Christopher Kegel. Bei dem Röpke wäre vielleicht auch nochmal nett, falls jemand von den Zuschauern aus Elmshorn das entweder bestätigen oder entkräften könnte, ob das der Sohn des legendären Röpke-Pitchers ist, dessen Vorname mir aber jetzt entfallen ist. Aber ich weiß noch, so in den 90ern und frühen 2000ern hat er als Pitcher doch für Furore gesorgt, zumindest im Norden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Sohn ist. So von den Jahren her könnte das ja gut hinkommen.
Und Kim, auch danke hier für die Aufklärung. Wenske ist richtig. Das wird hier natürlich sofort geändert. Ja, nebenbei Patrick Pospich, unser DH, ist durch Base und Balls ans erste Base gekommen. Ja, und Lilian Buhl, unser Leadoff, tritt jetzt an die Platte. Ja, geht los mit einem Strike. Ziemlich niedrig, aber der war dann wohl genau auf der noch akzeptablen Höhe. Okay. Ball, ganz schön outside. Da muss Catcher Gucci schon sich bewegen, um zu verhindern, dass der irgendwie noch weiter Richtung Backstop rollt. Damit ein Ball, ein Strike. Ah, okay, ich sehe gerade. Ja, Pickoff-Versuch, aber Patrick Pospich ist ja auch ein sportlicher junger Mann, ist natürlich safe. Und der Count für Lilian Buhl lautet 1 und 1. Ja, da haben wir den zweiten Strike gegen Lilian Buhl, der mit einem Ball und zwei Strikes gegen Lilian. Ja, Lilian auch ein echter Veteran im Baseballspiel mit einem super Hit über den Shortstop, der trotz Sprung den Ball nicht aus der Luft fangen kann. Ja, Lilian safe auf 1 und Patrick Pospich, wie ich schon sagte, sportlicher Mann, erreicht die dritte Base. Aus Kanada eingeflogen, unser. Das war knapp und gleichzeitig interessant. Nate Hamel schlägt einen Ball Richtung dritte Base, der zuerst aussah, als könnte er auch faul sein, aber der muss, ich kann das von hier nicht exakt betrachten. Jetzt wäre er ganz knapp neben der Linie gelandet. Ah, okay. Also wir sitzen hier natürlich auch leicht versetzt und können das nicht hundertprozentig beurteilen. Aber der Homeplate-Umpire sieht das natürlich von uns allen am besten. Ja, und der hat gesagt, dass der Ball fair ist, also damit im Spielfeld. Dadurch konnte Patrick Pospich über die Homeplate laufen. Wir haben jetzt Runner auf 1 und 2. Ich glaube, der Third Baseman hat sich da, ich weiß nicht, ob er sich wirklich verletzt hat, auf jeden Fall hält er sich am Kopf oder am Nacken. Vielleicht ist er beim Versuch, den Ball aus der Luft zu fangen, ich habe es jetzt nicht gesehen, irgendwo gegengelaufen oder ungünstig gefallen. Aber er scheint soweit wieder spieltüchtig. Ja, ihr hört es. Benny Berning am Schlag, unser Third Baseman. Wir haben immer noch keinen aus. Das ist natürlich aus Sicht der Gastgeber schön. Es geht los mit einem Strike gegen Benny. Und ich lese gerade im Chat von Oliver, Thomas Fenske wird mit hartem F gesprochen. Jetzt ist nur dieser kleine Punkt
das S. Ist es ein S oder ist es ein Z? Wir haben hier zwei Schreibweisen. Wenn ihr euch einig seid, korrigiere ich nochmal. Oder lasst es so stehen. Auf jeden Fall Fenske und nicht Wenske. Danke für den Hinweis. Ja, die deutsche Sprache ist immer wieder voller Überraschung, aber das sind ja auch wirklich sachdienliche Hinweise. Ah, ich lese gerade, Frank Röpke ist der Vater. Ja, ich erinnere mich noch, in Flensburger Zeiten haben wir ab und zu mal gegen Norderstedt, die Norderstedt Hunters gespielt, die gibt es gar nicht mehr. Da hat Frank Röpke auch das ein oder andere Mal gepitcht. Aber ich bin mir sicher, der hat auch mal deutlich höher als Landesliga gepitcht. Aber das nur so als kleine Anekdote am Rande. So, wir haben immer noch keine Aus. Benny ist immer noch am Schlag. Ich glaube, ich konnte jetzt nicht genau sehen. Auf jeden Fall zwei Strikes hat er schon. Die Hand des Platearms für die Balls habe ich jetzt nicht erkennen können. Da ist noch ein Ball. Mal gucken, vielleicht kann ich es jetzt ja besser sehen. Und ich sehe von Kim Fenske mit S. Dann vertrauen wir darauf, dass es so richtig ist. Ein weiterer Zuschauer und ich find's. Ja, und wenn man vom Teufel spricht, Fenske kann den hartgeschlagenen Grounder von Benny nicht ganz unter Kontrolle bringen. Ansonsten wäre das eigentlich ein sicheres Aus gewesen, aber jetzt haben wir drei Leute auf drei Bases und immer noch kein Aus. Christoph Mohr, unser Spielertrainer, ist jetzt am Schlag. Na Moritz, das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsvoraussetzung, ne? Ja, das ist eine ziemlich gute Ausgangsvoraussetzung, ja. Und für euch im Chat wünsche ich mir mal ein bisschen mehr Beteiligung aus Hannover, denn ich weiß, auch da gucken ein paar von euch zu. Das ist ja hier fast nur Elmshorn und der höhere Norden vertreten. Das gibt's also doch nicht. Da sind Hannoveraner im Chat. Bisschen mehr noch dabei sein. Die könnten ja auch den Weg zum Sportplatz auf sich nehmen. Ich habe extra heute Morgen noch Laugenstangen aufgebacken für die Catering-Hütte. Ja, momentan sieht die Zuschauertribüne auch noch mäßig besetzt aus. Also der angekündigte Regen ist aktuell noch nicht zu sehen. Nee, eigentlich. Also gestern Abend hatte ich auch wirklich Bedenken. Ich weiß ja nicht, wie es im Rest der Republik war, aber hier gestern Abend kam es monsunartig runter. Und da hatte ich schon Bedenken, dass der Platz hier unter Wasser steht, aber... Ja, mich hat es gestern auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad auch ordentlich erwischt. Also ich habe den Regen gespürt. Da sehen wir leider ein Flyout von Christoph Mohr. Somit unser erstes Aus. Ja. Kein Runner, der scoren konnte. Und ja. Ja, der Oliver schreibt Fenske mit Z. Müssen wir ihn jetzt wohl gleich mal selber fragen, wie es richtig ist, wenn ihr ja, aber ich meine auch mal gelesen zu haben, mit Z ist, glaube ich, schon richtig. Und ich glaube schon. Timon, Urlaub ist keine Ausrede, aber immerhin bist du im Stream dabei. Deswegen ja. Ja, Timon, schreib mal in den Chat, bist du noch in Wien oder machst du eine Rundreise oder wo steckst du, Junge? Ja, nebenbei gerade der Flyball von Christoph Mohr ins Right Field war leider nicht weit genug, weil denn wenn der weit genug gewesen wäre, hätte Lilian Buhl per Tag-Up vom dritten Base durchaus einen Punkt machen können, aber der war ein bisschen zu kurz. Da hätte der Right Fielder potenziell rechtzeitig den Wurf an die Homeplate setzen können. Naja, immer noch Bases loaded, nur ein Aus, jetzt am Schlag Florian Knölke. Hat, glaube ich, in Elmshorn, ich meine es gelesen zu haben, einen Homerun geschlagen. Ich will ja jetzt auch nichts jinxen. Anja, auch schön zu hören, dass ihr im Stream dabei seid. Aber wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr hier am Platz mit anfeuert. Vom Wetter her, ich würde sagen, nehmt euch notfalls etwas wärmere Kleidung mit.
Es geht von der Temperatur, ich glaube, wir sind so bei 19, 20 Grad. Ja, also wir sitzen ja beide im T-Shirt. Noch ist es trocken, also ja. Super Voraussetzungen. Ja, also es ist wirklich sehr gut auszuhalten. Es bewölkt gerade ein wenig, aber das seht ihr ja so, auch. Ja, das seht ihr ja auch. Das seht ihr auch, so halbwegs im Bild. Und also Bayern würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen als Timon lernt die Welt kennen. Außer ich habe irgendwas verpasst und da leider das Force Play aus an der Homeplate, somit 2 aus für uns. Ja. Aber Yannick Wolters dürfte es gewesen sein, sicher an der ersten Base. Nee, Florian. Florian Knölke war es. Yannick ist Base Coach, sehe ich gerade. Ach stimmt, ja. Da auf die Distanz schwer zu erkennen. Weiterhin Bases loaded, jetzt aber mit 2 aus. Genau. Und Corny am Schlag. Ja, schade, wenn man Bases loaded bei 0 aus hat und 2 aus später immer noch keinen Run hat. Aber auch das ist Baseball. Das muss ich ja, glaube ich, niemandem der Baseball-Kundigen im Chat erklären. Für die Baseball-Unkundigen, die vielleicht zuschauen. Ja, ist natürlich schade, wenn man mit Bases loaded keinen Run machen kann. Jetzt ein Foulball von Corny, der aber out of play ist. Die Elmshorner Feldverteidigung ist nicht in der Lage, das Ding zu fangen. Nochmal Glück gehabt, ne? Ja gut, Prag und Wien ist die halbe Welt. Also nach zumindest nach nach älterer Weltanschauung ist Prag und Wien dann noch ja, die Welt. Ja, also früher, also so mit der Pferdekutsche. Vor Kolumbus waren Prag und Wien die also Welt, früher waren das, also ich vermag jetzt nicht zu beurteilen, wie lange man da unterwegs war, aber das war schon eine Ecke. Okay. Aber er ist ja auch noch jung und hat noch die ganze Welt vor sich. Also lassen wir. Ja, aber ist ja auch schön. Also das als um das kurz zu erklären, Timon ist ein ambitionierter Nachwuchsspieler bei uns, der gerade im Urlaub ist und uns vor einigen Tagen schöne Bilder aus Wien geschickt hat von dem Feld der Vienna, ich glaube Wanderers und Metrostars teilen sich da ein Feld, wo auch schon mal Europameisterschaften im B-Pool stattgefunden haben. Ja, wäre vielleicht auch mal eine Reise wert. Aber jetzt liegt der Fokus erstmal auf der Landeshauptstadt Niedersachsens. Ja, Cornelius Kast mit einem interessanten Hit. Oder ja, eigentlich wahrscheinlich viel das Choice vom Scoring her. Aber der Versuch, ein weiteres Forceplay an der Homeplate zu machen, missglückt und ich glaube, wer war's? Damit haben wir den Ausgleich. Ja, es war der Ausgleich. Wer hat ihn denn gemacht? Na, da stellst du jetzt Fragen. Ja. Da gucke ich doch mal schnell bei uns in die Lineup, um rauszufinden, wer das war. Da. Das, wenn ich mich nicht ganz täusche, dürfte das Nate gewesen sein. Ah, cool. Ja. Ja, wenn man hier so viel quatscht, dann ja, läuft man Gefahr, das Spiel aus den Augen zu verlieren. Aber was zählt, ist ja, dass aus den geladenen Bases ja mal Kapital geschlagen werden konnte. Ja, Ausgleich klingt doch ganz gut. Nach wie vor Bases loaded, 2 aus, jetzt am Schlag. Du hattest es ja schon gesagt, Neo Langner. Auch ein ambitionierter Nachwuchsspieler. Mittlerweile aus dem Urlaub zurück, sonst stünde er nicht an der Platte. Ja, ein Ball. So, on deck ist Marco Pietschner. Aber wir halten die Daumen gedrückt, dass Neo erstmal irgendwie auf Base kommt. Ah, Foulball über uns rüber Richtung Straße. Ich höre auch, wie er auftropft.
Das Scoreboard stimmt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht, da mir der Wechsel von unserem Second Baseman entgangen ist. Dort spielt, beziehungsweise jetzt an der Position, nicht Yannick Reuters, sondern Neo Langner. Ja, der auch direkt Strikeout geht. Zwar ein Dropped Third Strike, aber das erste Base war besetzt, wie auch die 23. Und für die, die es nicht wissen, bei einem Dropped Third Strike ist der Schlagmann trotzdem aus, wenn das erste Base besetzt ist. Ja, damit gehen wir jetzt aus dem dritten Inning raus beim ausgeglichenen Spielstand von 2-2. Geht es jetzt ins obere vierte Inning. Ja, bisher gestaltet sich das Spiel ja durchaus spannend. Ja, bei uns auf dem Mount bleibt Tim Hartmann, der ja bisher auch einen richtig guten Job macht. Jetzt gucken wir mal, wie sich die Feldaufstellung geändert hat. Moritz hat ja gerade schon gesagt, dass Yannick Wolters raus ist und dafür Neo Langner reingekommen ist. Sieht jetzt so aus, Nate Hamel steht jetzt im Centerfield und der Centerfielder Lilian Buhl ist jetzt auf der Second Base. Und der neu reingekommene Neo Langner steht jetzt im Left Field. Und davon abgesehen ist die Feldaufstellung Hannovers gleich geblieben. Und auch Flo Knölke ist jetzt wieder hinter der Homeplate, nachdem unser lieber Diego Cerón ihn als Warm-up-Catcher vertreten hat. Ja, Diego ist ja auch erst vor einigen Wochen zu uns zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es wussten, aber es gab hier seit, lass mich lügen, 2019 einen Konkurrenzverein in Hannover, die Ricklingen Blue Eagles. Ricklingen ist ein Stadtteil im Süden Hannovers und da hat Diego einige Saisons zugebracht. Ich habe auch mal eine Saison 2020 bei Ricklingen gespielt und ja, Ricklingen hat jetzt sich zurückgezogen aus dem Spielbetrieb der Verbandsliga Niedersachsen. Und ja, aus der Konkursmasse, könnte man sagen, sind jetzt einige Spieler zu uns gekommen, unter anderem Diego, ursprünglich aus Mexiko, auch ein verdammt guter Spieler, trotz seines Alters, das ich hier natürlich jetzt nicht im Detail verrate, aber es ist natürlich immer schön, wenn bewährte Spieler den Weg zu den Hannover Regions zurückfinden. So. Da haben wir den ersten Strike in Form eines V-Balls, auch leider nicht erreichbar für Christoph Mohr. Damit müssten wir einen Count von 1 und 1 haben. Da hast du vollkommen recht, denn der erste Wurf war ein Ball. Ja. Übrigens, Anja, hier scheint jetzt auch die Sonne, diese kleine graue Wolke da oben am Himmel, die jagt uns hier keinen Schrecken ein. Nee, die Wettervorhersage war gestern und auch heute Morgen noch deutlich negativer. Und man muss sich auch mal ehrlich machen, Baseball ist ein schön Wettersport. Ich glaube, die wenigsten Baseballer, und das gilt wahrscheinlich auch für die Zuschauer, haben große Freude daran, bei schlechtem Wetter Baseball zu spielen oder zu schauen. So, Foulball. Ja, jetzt sagt Texas auch die Wechsel noch mal an. Harter Kontakt, allerdings auch faul, out of play. Ja, da zeigt Tim Hartmann seine Klasse und macht das Strikeout zum ersten Strikeout. Ja, Tim Hartmann auch wirklich trotz seiner jungen Jahre, ich glaube, der ist Anfang 20,
Ich habe ihn vor kurzem mal nach seinem Alter gefragt, aber ich habe es wieder vergessen. Irgendwas mit 22, 23? Weißt du das, Moritz? Ich glaube, oder noch jünger? Ihn ein bisschen jünger ein. Also wenn ich mich nicht recht täusche, ist er ein Jahr jünger als ich. Dürfte somit also auch mittlerweile 26 sein. Echt? Wenn nicht, ja. Okay, vielleicht, ich erinnere mich vielleicht noch. Vielleicht ist auch noch 25. Ich weiß nicht genau, wann er Geburtstag hat, aber Mitte 20 hat er auf jeden Fall schon erreicht. Okay, ich erinnere mich noch, als ich hier 2010 nach Hannover gezogen bin. Da war Tim noch ein kleiner Butschi, der in der Schüler gespielt hat. Und jetzt steht er hier in der zweiten Bundesliga auf dem Mount und wirft, nebenbei gesagt, einen schönen Strike. An die Zeit, als er so ein kleiner, frecher Typ war, da kann ich mich auch noch gut erinnern. Aber da warst du denn ja auch noch ein kleiner, frecher da Typ, ne? Da war ich auch noch kleiner. Knappes Play hier. Zwar super Feldverteidigung, aber der Ball war nicht rechtzeitig am ersten Base. Damit Fenske am ersten Base sicher. Aber um nochmal dahin zurückzukommen, denn wenn ich mich nicht irre, hat Tim bereits 2005 in der Schule angefangen. Ja, war er wahrscheinlich in der Jugend, als ich nach Hannover gekommen dann bin. Dann war er wohl schon in der Jugend. Das heißt, der hat jetzt auch schon 17 Jahre. 17 Jahre Baseball in Hannover. Ja, das kommt gut hin. Das hat er jetzt auch schon auf dem Buckel. Ja, und das ist auch konstant durch. Ja. Mittlerweile auch als Schülertrainer unterwegs. Ja. Ist also dem Verein voll verschrieben. Ja, absolut. Und ich erinnere mich auch noch daran, Tim auch immer in allen Altersklassen in der Landesauswahl. Ich war einmal 2012 mit David Wohlgemuth, der jetzt inzwischen bei den Steelers ist, mit als Betreuer in Ulm zum Länderpokal. Da hat Tim damals auch für Niedersachsen eine tolle Leistung gebracht. Und später hat er ja auch noch in der U18-Nationalmannschaft, glaube ich, eine Weile gespielt, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Jugend- oder Junioren-Nationalmannschaft war. Oder sehen wir den... Oh, ein missglückter Pickoff. Und Fenske kann durch diesen missglückten Pickoff an die zweite Base vorrücken. Schade. Also für uns schade, für die Elmshorner-Zuschauer ist das sicherlich erfreulich. Ja, du, ich bin da jetzt auch gar nicht sicher, in welcher Nationalmannschaft Tim gespielt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass er mal in der deutschen Nationalmannschaft war. Welche Altersklasse? Da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn ja nachher auch noch mal kurz. Ja, vielleicht ein kleines Exklusivinterview. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was wir da einrichten können. Ja, ja. Auf jeden Fall ist Tim wirklich ein wirklich hervorragender Pitcher. Ja. Und ja, wir haben neben Tim natürlich noch andere richtig gute Pitcher hier. Aber das Ding ist, wenn Tim so einen guten Tag hat wie heute, bisher, toi toi toi, klopfen auf Holz, dann kommen die anderen guten Pitcher gar nicht zum Einsatz. Aber es ist ja eigentlich sehr erfreulich und schön, wenn der Starting Pitcher lange drauf bleibt und gar nicht runter muss. So. Und da haben wir den ersten Strike gegen Christopher Kegel. Denke ich zumindest, wenn ich mich nicht irre. Aber war das der erste oder zweite? Wenn ich die Finger gerade eben richtig sehen konnte vom Umpire, dann ist es auch. Oh, harter Schlag. Oh, Corny Kast. Oh, ja, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Corny fängt wirklich sehr souverän diesen hart geschlagenen Groundball und feuert zur Eins. Zuerst dachte ich, oh, der ist ein bisschen hoch, aber mit Christoph Moore steht ja auch ein hochgewachsener Mann am ersten Base, der fängt den locker und damit das zweite aus. Ne? Jetzt Fenske am dritten Base, konnte vorrücken, aber bisher ist ja nichts passiert. Und damit hat sich zum Glück auch die Frage erübrigt, ob ich beim Count richtig aufgepasst habe. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den ersten Strike gegen Dennis Röpke. Auch eine nasty Kurve von Tim. Na, wer schon mal gegen Tim am Schlag stand, der weiß, dass die Kurve nicht von schlechten Eltern ist, wie man so schön sagt. Da hat er sie gleich sogar noch mal gesehen, aber nicht ganz sauber getroffen, sodass... Ja, zwei Strikes. Dieser zweite V-Ball, beziehungsweise dieser erste V-Ball, den zweiten Strike für Tim gebracht hat.
Somit ein Count von 2-0. Zum 0-2, wenn man es ja richtig nehmen möchte. Ja, weiß nicht, da habe ich mal vor Jahren, ist auch schon, oh Gott, 2005 oder so, habe ich mal eine Umpire-Lizenz gemacht und in meinem ersten Spiel habe ich die Anzeige von Balls und Strikes, also mit den Fingern. Oh, Groundball zu Benny Berning. Schöner Wurf an die erste Base, aber da war Dennis Röpke schneller. Safe an 1 und Fenske macht das 3-2 für Delmshorner. Also RBI-Single für Dennis Röpke. Ja, wo war ich gerade? Also ich habe auf jeden Fall in meinem ersten Spiel als Umpire dann die Hände verwechselt. Und dann habe ich immer die Strikes mit der linken Hand und die Balls mit der ersten Hand, mit der rechten Hand angezeigt. Weil man ja auch immer, wenn man das mündlich ausformuliert, immer Balls und Strikes in der Reihenfolge anzeigt. Dann dachte ich, okay, rechte Hand zuerst. Naja, bis ich dann damals von einem der Coaches nett darauf hingewiesen worden bin, dass ich die Hände falsch verwende. Und ja. Es ist natürlich schwierig, wenn man dann umdenken muss, dass man natürlich die Balls zuerst anzeigt für die Spieler im Feld. Da ein kurzer Flyball ins Right Field. Ja, da war Marco nicht rechtzeitig am Ball, aber der war auch ziemlich shallow, da glaube ich. Ja, da hätte er deutlich früher starten müssen, um den überhaupt bekommen zu können. Ja, ich würde sagen, das ist auch so ein Ball aus der Kategorie, kann man nichts machen. Ne? Vermutlich einen Meter weiter nach rechts und das wäre ein Foul gewesen, also schwer einzuschätzen. Ja. Allerdings dadurch jetzt Läufer auf 1 und 3. Ja. Und immer noch 2 aus. Ja. Ja, erster Strike. Oder war es schon der zweite? Ne, der erste, ne? Das war der erste. Okay, gegen Robbie Ingram, den zugezogenen US-Amerikaner. Da ist der zweite Strike gegen ihn. Der hat ja in seinen ersten paar Jahren für Elmshorn richtig für Furore auf dem Mount gesorgt. Wie das inzwischen ist, weiß ich gar nicht. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden. Mal gucken, ob er das zweite Spiel für Elmshorn als Import-Pitcher startet. Obwohl er ja wahrscheinlich vom Status her gar nicht mal als Import gilt. Weiter Flyball. Right Field. Marco Pitschner kommt leider nicht ran. Das ist ein Stand-Up-Double für Robbie Ingram. Und ein Run ist gescored. Den zweiten Run konnten wir mit einem langen Wurf zur Home Plate verhindern. Damit Runner auf 2 und 3. Und das war jetzt das 4-2, ne? Ich glaube, der Dennis Röpke hat auch gescored, oder? War das der Röpke? Das... Ich müsste uns mal auf die Lineup-Card gucken. Aber müsste er gewesen sein. Ja, so, jetzt am Schlag Liam Gucci. Das war Dennis Röpke. Ja. So, da ist wieder die schöne Kurve von Tim für den ersten Strike. Da ist der zweite Strike. Auf der Außenkante damit 2 Strikes und keine Balls für Liam Gucci. Und ein Foulball. Und ihr wisst ja alle, ein Foulball kann kein dritter Strike sein. Damit bleibt Liam Gucci am Leben. Und Outside Ball, gute Idee, aber der war ein bisschen weit outside. Ah, Grounder. Ach, weder Third Base noch Shortstop können den Grounder unter Kontrolle bringen. Damit ein Infield Single für Liam Gucci und jetzt muss ich mal gucken. Läufer auf 1 und 3. Ja, der Runner von 3 ist nach Hause gekommen. Die Nummer 48, der Name ist mir leider entfallen. Ja, 2 aus, ne? Da wartet man eigentlich auf das dritte aus und denkt, ja, dritte aus wird schon kommen und dann passieren noch ein paar Runs. Ne, es gibt ja immer diese
blöde Floskel von bei 2 aus sind wir am besten und für einige Teams stimmt das offensichtlich. Die Nummer 48 ist übrigens Louis Maven. Ah, ja, sorry, ne? Nichts Persönliches, aber einige Namen sind einem schnell geläufig, andere nicht. Ne? Da müssen wir dann doch ab und zu nochmal auf die Line-Up gucken, genau, um uns zu versichern. Ah, auch wieder schöne Kurve, aber ein bisschen hoch. War ein Ball. Ja, wieder ein Single. Der war jetzt quasi parallel zur Third Baseline geschlagen. Aber halt noch fair und damit... Oh, ich sehe, dass hier Alexander Rivera ganz entspannt zum zweiten Base joggt. Der war dann vielleicht out of play. Ich kann es von hier aus nicht sehen, aber ich würde es mal vermuten. Also dead ball. Ja, das habe ich auch nicht genau mitbekommen. Aber ich würde es mal vermuten, dass er dann rausgehopft, gehüpft ist über den niedrigen Zaun an der Third Baseline. Wäre jetzt mein Tipp. Dadurch aber Robbie Ingram auch über die Homeplate zum 6:2 für Elmshorn. Ja. Nebenbei, jetzt, ja? Ja, jetzt sehen wir gerade unseren Coach in einer kurzen Besprechung mit Pitcher und Catcher, aber es scheint alles geklärt zu sein. Und somit dürfte es hier jetzt gleich weitergehen. Am Schlag jetzt Tore Struben. Ja, Tim Hartmann bleibt cool und fängt mit dem ersten Strike diesen Count an. Und ein nicht so hart geschlagener Groundball, den unser Shortstop nicht unter Kontrolle bringen kann. Damit kommt Alexander Rivera über die Platte und Liam Gucci vor ihm. Damit zwei weitere Runs für die Gäste aus Elmshorn. Ja, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Jetzt Emil Kiel-Baser am Schlag. Aber Moritz, wir bleiben auch ganz locker, ne? Wir wissen ja, das kann sich ganz schnell drehen, so ein Spiel. Ja, 6 Runs Vorsprung. Ja, wir sind jetzt. Es ist zwar ein guter Vorsprung, aber ja, immer noch nicht die Welt. Also mit einem guten Inning ist auch das machbar. Ja, ich denke mal so, auf dem Niveau hier ist das schon, da hast du recht, nicht wenig. Aber das war ein unglaublicher Diving Catch und Corny. Ja, ne, wo ich gerade von gutem Niveau spreche, ja, das ist recht. Da hat Corny einen richtig geilen Catch gemacht. Und bringt uns damit das dritte aus. Ja. So, wir und kommen. Holt uns zum Glück aus dem Inning. Ja. Und ja, wie du schon sagst, ne, 6 Runs sind in der zweiten Bundesliga jetzt nicht wenig, aber gleichzeitig, wenn man mal ein gutes Offensivinning hat oder mehrere, kann man das locker wieder ausgleichen. Insofern denke ich, müssen wir da jetzt nicht in Panik verfallen. Ne? Ja, und Kim, in dem Fall sind wir jetzt echt parteiisch und deine Party-Smileys kannst du dir noch aufheben. Ich meine, wir haben ja immer noch 3 Innings vor uns. Da kann noch alles passieren. Aber freut euch und hoffentlich freuen wir uns hinterher umso mehr. Richtig geil. Oh, ja. Ja, bereit für einen Schlag macht sich jetzt auf unserer Seite Marco Pietschner. Ja, ich würde sagen, ist mal Zeit für einen schönen Base-Hit, ne? Danach Patrick Pospich, unser DH.
Ja, gleich geht's los. Jetzt kommt noch der Wurf vor dem nächsten Inning vom Catcher in die zweite Base. Liam Gucci hat schon eine ziemliche Fackel, muss man sagen. Oh, ja, da hat die zweite Base aber überworfen. Ja, da müsste der Fenske irgendwie zwei Köpfe größer sein, um den Ball zu fangen. Aber naja, der Wurf ist trotzdem beeindruckend. Ne? Das kann man auch mal so zugeben. So, Marco Pietschner ist ready. Und wenn der jetzt den Ball trifft, hat er, glaube ich, auch einen spontanen Gefühlsausbruch. Also. Meinst du? Ja, ja. Hey. Ja, also ich würde mich freuen. Kim hat gerade geschrieben, dass der Party-Emoji ein spontaner Gefühlsausbruch war. Achso, okay. Von daher. Also ist ja eigentlich cool, in was für Zeiten wir leben, dass man mit solchen Smileys seine Emotion ausdrücken kann. Ne? Ja, es geht dann doch viel schneller, als einen ganzen Satz zu schreiben, wie man sich jetzt gerade fühlt. Und das versteht einfach jeder. Ja. Ja, es ist ja gewissermaßen eine universal verständliche Sprache. Und jetzt habe ich tatsächlich beim ersten Pitch nicht ganz aufgepasst, aber ich glaube, es ist müsste 1-1 sein. Ja. Ah, das ist der zweite Strike. Da hat er schön die Außenkante der Homeplate überworfen. Ja, ein Ball, zwei Strikes. Auf geht's, Marco. Ah, gleicher Spot. Oh, war der erste, der zweite Strike. Ja, das passiert, wenn man nicht geistesgegenwärtig ist. Dann aber sind wir jetzt doch bei einem 2-2-Count. Ja, ja. Ah, High Heat, da hat Christopher Kegel einen rausgeholt, der so, ja, das ist so die klassische Höhe, wo man als Schlagmann denkt, oh, der ist lecker, und da haut man, aber schwingt runter durch. Ja, wenn man den als Pitcher gut platziert, ist das ein schöner Strikeout-Pitch, und genau das hat Christopher Kegel hier gerade fürs Erste ausgemacht. Jetzt Patrick Pospig. Ja, Patrick, auch ein Baseball-Urgestein, hat früher zu Studienzeiten, und das ist schon eine ganze Weile her bei ihm, no offense, in Göttingen bei den All-Stars gespielt, die damals, glaube ich, sogar Regionalliga, als es die Regionalliga noch gab, gespielt haben. Also Patrick auch wirklich schon lange dabei im Baseballsport und ja, auch immer für eine Überraschung gut. Auch Patrick ist einer von denen, die mal auch in der zweiten Herren spielen, in der Verbandsligamannschaft. Und dann auch ganz gerne hier in der ersten Mannschaft dabei sind. Es dürfen ja immer, ich glaube, 3 Springer gleichzeitig auf dem Feld sein, oder sind es nur 2? Genau, 3, ne? 3 Springer gleichzeitig. Ja. Müssten wir jetzt mit Marco, Patrick und ja, wenn ich mir die Line-Up vorhin richtig angeguckt habe. Ich glaube, Yannick war der dritte Springer. Corny ist der dritte Springer. Yannick wurde vorletzte Woche, glaube ich, hochgemeldet. Ach so, Yannick hat nämlich auch in der zweiten Herren ab und zu mal gepitcht dieses Jahr, wenn die erste Herren spielfrei hatte, und da auch wirklich bravourös gespielt. Ja. Aber unsere 3 Springer sind in dem Fall Corny, Marco und Patrick. Ah, okay. Ja. Da Neo selber noch Jugendspieler ist, zählt er übrigens nicht als Springer. Genau. Sonst hätten wir jetzt die Situation mit 4 Springern auf dem Feld, was natürlich nicht machbar wäre. Genau, ich glaube, ist es U23 oder U21? Die dürfen ja unbegrenzt springen. U23, wenn ich mich nicht irre. Und da sehen wir einen Schlag zum Shortstop, aber der Wurf kommt leider schneller beim First Baseman an, als Patrick laufen kann. Ja, aber Patrick, sein Verziehen. Ja, ja. Ich meine, Patrick ist ja auch, also ich betone das ja jedes Mal, wenn Patrick am Start ist. Patrick ist ja trotz seines Ü40-Alters immer noch recht schnell unterwegs, aber da war der Shortstop schneller mit seinem Wurf. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe gestern tatsächlich, als ich hier den heutigen Stream vorbereitet habe, bin ich durch Zufall über einen erste Bundesliga-Stream von uns gestolpert, den unser Bürgerfernsehen H1 damals noch das ist ja schon, für uns aufgesetzt hat. Das ist ja schon ewig her. Und da so der Blick ins Dugout hat auch einige jüngere Gesichter gezeigt. Ja. Also spannend, wer damals schon mit in der ersten Bundesliga im Dugout stand. Unter anderem auch Tim, aber eben auch Patrick
und ein deutlich weniger bärtiger Christoph Mohr. Tatsache. Was ich auch sehr spannend fand. Ja. Na gut, ich glaube, Christoph Mohr ist ja damals von David hergeholt worden aus Bennigsen noch. Wer sie noch kennt, die Bennigsen Beavers, die gibt es ja inzwischen leider auch nicht mehr. Ja, ich glaube, das war, wann war das? 2017 war das. 2017, okay. Das waren ja, glaube ich, 2 Jahre, 2017 und 2016, oder war es schon 2015, wo wir erste Bundesliga gespielt haben? Ja, das müsste, glaube ich, 16 und 17 gewesen sein. Okay. Also nach der 2015er Saison der Aufstieg. Ach, damals war das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß sicher, noch, es dürfte aber die Zeit gewesen sein. Okay, weil ich weiß noch, ich habe 2014 oder nach der Saison 2014 eine Pause eingelegt. Da sind wir mit der Verbandsligamannschaft, also mit der zweiten Herren Verbandsligameister geworden. Und ich weiß nicht, ob da die, also da waren wir mit der ersten Herren in der zweiten Bundesliga irgendwie 2 oder 3 Mal am Stück Meister, aber sind nie aufgestiegen, weil wir nicht den Platz hatten. Und ich glaube, der Platz wurde dann zu 2016 gebaut. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Oh, da will Lilian Buhl schon per Walk aufs erste Base, aber der Homeplate-Umpire Stefan Schneider hat da was gegen und gibt den Strike. Zumindest hat mir dieser versuchte Walk gezeigt, dass ich im Scoreboard mit 2 Walks hinterherhing. Oh. Das passiert, wenn man so viel quatscht. Ja, ja. Aber ja, damals im Stream war tatsächlich einer der Kommentatoren ein H1-Moderator, den ich jetzt nicht genau... Oh, da war der Catch des Flyballs. Zum dritten aus schon, ne? Zum dritten aus, ja. Ah, Mist. Das lief jetzt natürlich nicht so super. Ja aber es ist echt interessant, wer da alles damals schon dabei war. Ja, und verletzungsbedingt... Da wollte ich noch drauf. Ja. Ein zweiter Kommentator war Philipp Kohl, der leider auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei uns hier auf dem Platz steht, aber definitiv immer noch das Potenzial hätte, würde ich annehmen. Ja, klar, wenn Philipp Kohl noch dabei wäre, der könnte hier mit einmal die Woche Training oder vielleicht auch ohne Training hier bei der ersten Herren definitiv in der Starting Lineup spielen. Ja. Das war auch so ein Sport-Multitalent. Ne? Dem konntest du jedes Sportgerät in die Hand drücken und innerhalb kürzester Zeit konnte er was damit anfangen. Das stimmt. Ja. Zu der Zeit habe ich tatsächlich auch noch, hatten wir da noch 4 Herrenmannschaften? Ich glaube 3. Also als ich aufgehört habe, also als ich meine Pause gemacht habe, hatten wir 3 Herrenmannschaften. Hatten wir eine in der zweiten Bundesliga Nord, damals gab es noch die Regionalliga und unsere zweite hat Verbandsliga gespielt und die dritte hat Landesliga oder Bezirksliga gespielt. Das weiß ich nicht mehr genau. Und eine vierte Mannschaft kam dann dazu, als ich pausiert habe. Aber wir hatten auf jeden Fall damals mindestens 3 Mannschaften, ja. David hat ja auch wirklich mega viel an Schulen gemacht. Wir hatten, glaube ich, auch in allen Altersklassen im Jugendbereich, also Schüler, Jugend, Junioren hatten wir eine Mannschaft. Da war hier richtig viel los und jeden Tag war auf dem Platz irgendeine Mannschaft zum Trainieren. Bis David dann, ich glaube, erst nach Doren und von Doren dann zu den Hamburg Steelers gegangen ist. Genau. Ja, zu der Zeit habe ich dann noch in der dritten bzw. vierten Herren gespielt. Ja, 5 aber oben schon sind wir. Ja, sind ja auch schon wieder ein paar Jahre seitdem. Ja, das ist schon echt eine Weile her. Und es ist ja einerseits auch schön, dass so viel an Konstanz hier ist. Ne? Wäre natürlich aber auch schön, wenn hier mehr junges Blut dazu käme. Ne? Ja, und weil jetzt, wir werden ja alle nicht jünger. Ne? Das stimmt, aber unser Nachwuchs ist gut dabei. Ja, und ja. Muss man dazu sagen, einige unserer routinierten Herrenspieler sorgen auch dafür, dass wir wieder Nachwuchs bekommen. Wie meinst du das denn? Naja, also unsere Schülermannschaft wird ja mittlerweile auch wieder von Baseballvätern aufgeführt. Stimmt, ja. Stimmt, da haben wir ja den einen oder anderen, der vor 10 Jahren mit mir zusammen gespielt hat oder mit uns, ne? Der jetzt als Vater wieder angefangen hat und wo Sohnemann oder die Tochter in der Schülermannschaft spielt. Stimmt. Ja, das war eigentlich echt cool, ne? Ja. Das heißt, so schnell geht uns der Nachwuchs nicht aus. Nee. Und auch die zweite Herrenmannschaft hat sich in letzter Zeit wieder gut aufgefüllt mit frischen Gesichtern. Ja, da sind einige zahlreiche Neuzugänge zu verzeichnen beim Training. Ne? Ich war jetzt ja die letzten paar Wochen nicht da, aber bevor ich in Urlaub gefahren bin, war da richtig immer was los bei der zweiten Herren.
Also vielleicht haben wir Glück und können nächstes Jahr wieder eine dritte Herren ins Rennen schicken. Ja. Was ihr jetzt vermutlich eben im Stream gesehen habt, wo wir nicht drauf eingegangen sind, ist, dass wir einen Läufer auf 1 haben. Ja, Fenske ist durch einen Hit. Ist durch und läuft gerade Richtung zweite Base. Ja, da kann Florian den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Er reicht diese auch sicher. Ja. Du, ich hole mir mal kurz was zu essen und zu trinken. Das ist ein guter Plan. Soll ich dir was mitbringen? Ich habe den Satz schon angefangen mit Mikro. Soll ich dir was mitbringen, Moritz? Für mich erstmal nicht. Ich hole mir dann was in der Spielpause. Bis gleich. Ja, jetzt am Schlag Christopher Kegel. Der mit Thomas Fenske auf der zweiten Base fast schon Läufer in Scoring-Reichweite hat. Aber eine sehr schöne Kurve, die trotzdem etwas zu tief liegt. Nach diesem Gespräch über eine kurze Essensunterbrechung bin ich mir nicht genau sicher, ob der Count jetzt wirklich 2-0 lautet oder ob es auch schon einen Strike gab. Das wird der Homeplate-Umpire hoffentlich gleich zeigen. Oder wir sehen es nach diesem Hit direkt zum Second Baseman. Und das war das Double Play von Lillian Buhl. Das war doch mal hervorragend ausgeführt. Damit keine Läufer auf Base und am Schlag jetzt Dennis Röpke. Da musste ich mir doch selber gerade mal einen Überblick verschaffen. Das ist gar nicht so einfach, hier den ganzen Spielverlauf zu kommentieren und nebenbei aufzupassen. Hier ein V-Ball direkt vor mein Zelt. Somit der erste Strike. Also es ist gar nicht so einfach, das Ganze zu kommentieren, dem Spiel zu folgen und auch noch das Scoreboard up-to-date zu halten. Von daher verzeiht kleine Ungereimheiten. Ich versuche möglichst darauf zu achten, dass es immer alles korrekt ist. Jetzt ein weiterer hoher Ball, der auf der Straße landet. Somit zwei Strikes. Beide durch V-Balls. Und der Groundball zu unserem Third Baseman kommt langsam, der Wurf nicht schnell genug. Verspringt auch noch bei Christoph Moore an der ersten Base, aber der war schnell hinterher, sodass der Läufer nicht weitergekommen ist. Jetzt als nächster am Schlag Luis Meven, weiterhin zwei aus. Schauen wir mal, was Tim aus diesem Erdbett macht. Der Pickoff kommt leider zu spät an. Von daher geht es jetzt hier weiter mit einem Strike für Luis Meven. Und ich höre gerade, hier wird angefangen zu klatschen. Sieht aber nicht so aus, als kommt es von der Zuschauerbank. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ein Blick auf die linke Seite. Vielleicht kommt es aber auch aus dem Elmshorner Dugout. Und da habe ich wieder nicht genau aufgepasst. Ich denke, der Count ist 2-1. 2-1. Wenn ich einen Finger nicht übersehen habe, war richtig. Und doch nicht. 2-2 stand's. Jetzt damit, mit diesem Strikeout, das dritte aus. Und kein weiterer Run ist reingekommen. Thank you.
Offensive! Run, 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 run! Ich muss sagen, es ist ganz schön ruhig geworden hier im Chat. Das Go Gators von Mike überlese ich jetzt einfach mal. Als Hannoveraner sei mir das gestattet. Aber naja, vielleicht sind die vorher Aktiven jetzt mittlerweile auch auf dem Weg zum Platz. Das kann ich hier noch nicht so genau entschlüsseln. Schauen wir mal, das Wetter sieht weiterhin super aus. Und wir sind jetzt im fünften Inning unten bereit für den Schlag. Seht ihr links unten in der Ecke auch schon Nate Hamel nach ihm. Da müsste ich jetzt schon wieder in meine eigene Lineup gucken. Oh, da kam ein Ball wieder Richtung, in meine Richtung. Nach ihm steht als zweiter Schlagmann schon bereit Benny Berning. Und wir werden hier lächelnde Blicke von unserem First Base Coach Yannick Wolters zugeworfen. Ja, kann ich jetzt nur noch nicht entschlüsseln, ob das ein sich lustig machen über mein Kommentieren war oder einfach nur ein lieb gemeinter Blick in meine Richtung. Muss ich ihn wohl hinterher einmal fragen. Da wird gerade noch einmal der Ball getauscht. Der Pitcher scheint nicht zufrieden zu sein mit dem, was er da bekommt. Der Umpire guckt sich den Ball auch noch einmal eben an. Ja, wer weiß, was damit los ist. Aber der Ball geht wieder in die Tasche. Scheint also nicht defekt zu sein. Oder doch? Da begibt sich unser Homeplate-Umpire einmal Richtung Scorer-Hütte, wo er sich neue Spielbälle abholen kann. Und schwer zu sagen, was er da gerade macht. Scheinbar tauscht er, zumindest hat er jetzt gerade alle seine Bälle aus den Taschen genommen. Irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Die Musik im Hintergrund ziehe ich dann doch mal leise, bevor wir hier Copyright-Probleme bekommen. Aber alles scheint geklärt zu sein. Ein neuer Ball geht zum Pitcher. Weiterhin bereit zum Schlag Nate Hamel. Ah, das sind mir hier zu viele Elmshorner im Chat. Wo sind die Hannoveraner, die jetzt noch nicht hier am Platz sitzen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und mit Schlagen sind jetzt wir Hannoveraner dran. Und da kommt der erste Pitch zu Nate Hamel, der ihn zum Second Baseman schlägt. Aber er ist deutlich schneller als dieser Wurf. Somit erster Schlagmann auf Base. Und am Schlag jetzt Benny Berning. Im Hintergrund hört ihr auch unseren Stadionsprecher Texas lautstark die Spielzüge kommentieren. Und Kim, vielen Dank für dieses Lob. Da ein gescheiterter Pickoff-Versuch. Über so Kommentare, dass euch der Stream gefällt, freue ich mich natürlich sehr. Da wir das natürlich alle freiwillig machen. Und so ein bisschen Anerkennung hat doch jeder gerne. Vor allem, wenn die Audio- und Videoqualität auch stimmt. Ein weiterer Pickoff-Versuch geht, beziehungsweise kein Pickoff-Versuch, aber ein Wurf vom Catcher zur ersten Base geht weit über den First Baseman hinaus.
was Nate Hamel ermöglicht, entspannt zur zweiten Base zu laufen. Lautstärke ein bisschen lauter. Ja gut, das kriege ich hin. Auch das Feedback ist gerne gehört, wenn ihr ein bisschen mehr Pegel von mir haben wollt. Ich habe mich immer so ein bisschen eher im Hintergrund gehalten, wenn Nils hier noch neben mir sitzt und ihm das Feld eher überlassen. Da ich selber beim Fernsehen arbeite, versuche ich natürlich alles hier möglichst nach Fernsehnormen, so ein bisschen nach Fernsehnormen, aber eher nach Streamnormen einzurichten. Und da sehen wir einen V-Ball von Benny Berning, der links neben die dritte Base geht. Den genauen Count habe ich jetzt auch schon wieder nicht mitbekommen. Aber er ist weiterhin am Schlag. Mit einem hohen Ball jetzt. Und den genauen Count kann ich euch bestimmt gleich nachliefern, wenn er nicht vorher den nächsten Pitch leider zu einem hohen Flyball verwandelt, der hier irgendwo hinter mir auf der Straße landet. Zumindest was die Anzahl der Strikes angeht, dürfte ich jetzt richtig liegen. Und da sehe ich 2-2. Fehlte mir also ein Ball. Fehlte mir noch ein Ball. Da war der Walk. Somit Läufer auf 1 und 2 am Schlag. Jetzt unser Coach Christoph Mohr. Und hier läuft jetzt unser Second Baseman durchs Bild. Auf der Jagd nach verloren gegangenen V-Balls. Auch hier der erste Strike. Fliegt Richtung Straße. Aber noch ist alles offen. Weiterhin Läufer auf 1 und 2. Kein Aus für die Regents. Ein weiterer V-Ball rechts von der First Base. Somit ein Ball, zwei Strikes für Christoph Mohr. Er muss jetzt also jeden möglichen Strike entweder verwandeln oder zumindest verteidigen, sodass er hier im Spiel bleibt. Da sehen wir einen weiteren Ball. Der 2-2-Count. Hält alle Chancen offen. Das war ein unglücklicher Line Drive direkt in den Handschuh des Second Baseman, der dann genauso wie Lillian Buhl im Inning davor einfach auf die zweite Base tritt. Und somit haben wir zwei aus und nur noch Benny Berning auf der ersten Base. Jetzt am Schlag
unser Catcher Florian Knölke, wie ihr vielleicht im Hintergrund auch schon von Texas mitbekommen habt. Als nächster macht sich schon bereit Corny Cust, der hier versucht, die Geschwindigkeit der Pitches zu timen, um gleich am Schlag möglichst gut vorbereitet zu sein auf das, was ihn erwartet. Ein Groundball durch die Mitte. Leider schneller an der zweiten Base, als Benny Werning diese erreichen kann. Dadurch das dritte aus. Und wir gehen in das sechste obere Inning. Weiterhin 8:2 für Elmshorn, was aus Hannoveraner Sicht nicht so schön ist. Aber jetzt heißt es erstmal dieses Halbinning verteidigen und danach können sie wieder nachlegen. Und hoffentlich auch noch diesen kleinen Vorsprung auf und sogar überholen. Sechstes oberes Inning. Das heißt, sie haben noch zwei Innings Zeit, um an diesem Spielstand etwas zu ändern. Und wir sehen hier jetzt am Schlag Robbie Ingram, der sich gleich den ersten Strike anguckt. Tim Hartmann also auch nach 5 Innings immer noch in Form und trifft routiniert in die Zone. So, da musste ich einmal kurz mit unserem First Base Coach quatschen, während Robbie Ingram hier einen Ball ins Centerfield schlägt, der leider zu kurz für Nate Hamill ist, um da ranzukommen, aber auch nicht weit, zum Glück nicht weit genug, um irgendwelchen größeren Schaden anzurichten. Robbie Ingram daher auf der ersten Base und jetzt am Schlag Liam Gucci, der einen sehr
schönen Groundball über die dritte Base schlägt. Der ist wirklich schnurgerade auf der Linie zur dritten Base entlang gerollt, über diese drüber gehüpft. Keine Chance für unseren Third Baseman Benny Berning. Ich sehe gerade, Nils kommt mit Essen und Trinken zurück. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, um hier in Ruhe zu essen, aber zu zweit ist doch immer schöner als alleine. Wir sehen einen Strike für Alexander Rivera, der jetzt am Schlag ist. Und hier einen kurzen Groundball direkt zu unserem Pitcher wirft, der das Play an der dritten Base macht. Und der Wurf von Benny Berning kommt auch noch rechtzeitig an der ersten Base an. Somit zwei aus in diesem Inning. Ja, da bin ich wieder. Moritz, habe ich was verpasst? Also sind ein paar Runs für irgendwen über die Platte gekommen? Punktemäßig hast du nichts verpasst. Jetzt muss ich selbst hier einmal eben gucken. Da haben wir hier das aus. Wir haben Läufer auf zwei aus. Am Schlag jetzt Tore Struben. Und ein Fourball. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob es schon der zweite Strike war oder der erste. Aber das werden wir gleich sehen. Oder haben wir einen Zielversuch? Oh, der wird safe gegeben. Ja, das sah von hier ziemlich knapp aus. Aber Andreas Albrecht als Feldumpire entscheidet auf safe. Liam Gucci jetzt also an der dritten Base, weiterhin zwei aus und Tore Struben am Schlag. Vielleicht sehen wir jetzt noch einmal den richtigen Count. 1-1, wenn ich mich nicht täusche. Es ist immer schwer hier die Strikehand aus unserer Perspektive ordentlich zu sehen. Ein hoher Ball. Und ein Foulball. Ja, Base Hit auf die rechte Seite. Da kam Lilian Buhl nicht mehr ran, trotz Dive. Und Liam Gucci punktet durch diesen Hit. Ja, somit jetzt 9-2 für Elmshorn. Jetzt am Schlag Emil Kilbasa, der sich erstmal einen Ball anguckt. Hoher Flyball, aber Nate Hamel im Centerfield macht den Catch. Sah nicht ganz einfach auszufangen, aber Nate kann das. Und dadurch das dritte aus in diesem Halbinning. Ein Run gescored. Und jetzt geht's für die Regions wieder auf Punktejagd. Danke auch für den Hinweis, dass Tore Strüben und nicht Struben heißt. Da ist auf der Lineup entweder ein Buchstabe verloren gegangen oder war einfach schwer zu lesen. Das ist natürlich auch jetzt korrigiert. Und bei seinem nächsten At-Bat sollte dann alles richtig sein. Ja, aber was zeigt uns das? Man sollte leserlich schreiben. Das stimmt, da kannst du als Lehrer ja natürlich ein Lied von singen. Ja, ich meine, da haben doch alle was von, wenn du leserlich schreibst.
Ja, Christopher Kegel bleibt auf dem Mount für die Gäste. Ja. Sie möchte ja kein Wasser in den Wein kippen oder war es umgedreht? Ich weiß es nicht mehr. Es geht ja letztendlich in dieser Playdown-Runde um nichts, denn meines Wissens dient die Playdown-Runde letztendlich nur dem Endklassement, also der Endtabelle, aber einen sportlichen Absteiger gibt es, glaube ich, laut Bundesspielordnung oder Durchführungsverordnung im DBV dieses Jahr gar nicht. Das heißt, dass diese Spiele letztendlich und ihr Ausgang unerheblich sind. Trotzdem möchten alle Sportler ja sicherlich immer gewinnen, ne? Dabei sein ist alles ist ja eine schöne Redensart, aber Gewinn macht dann doch noch eine Ecke mehr Spaß, ne? Da hast du natürlich recht. Und ich finde es auch schön, dass ihr alle im Chat auch nach mittlerweile 2 Stunden immer noch bei uns seid und so fleißig kommentiert und uns mit Korrekturen und Infos über eure Spieler versorgt. Ja, das finde ich auch super, ne? Niemand ist unfehlbar und ja, jetzt haben wir mit Corny Kast den ersten Schlagmann. Jetzt haben wir 6 unten, das heißt, wir haben jetzt noch 2 Halbinnings, wo die Hannoveraner sich aufs Scoreboard erneut bringen können. Hoffen wir mal, dass da was passiert. Hoher Flyball, den Kegel selbst zum ersten ausfängt. So, Neo Langner am Schlag. Der Count beginnt mit einem Strike. Darauf folgt ein Ball. 1-1 der Count. Und ein Kontakt, der Richtung Shortstop fängt. Ja, da sieht man die Geschwindigkeit der Jugend. Ja, war zwar wirklich gut gefieldet von Fenske, allerdings war Neo schnell genug am ersten Base. Und jetzt Marco Pitschner am Schlag. Und das ist ein Strike. Und wir haben einen Ball. 1-1 der Count. Zweiter Strike für oder gegen Marco. Ball weit außen. 2-2 der Count. Oh ja.
Und noch ein Ball, recht weit außen. Damit ist der Count geladen, Full Count. Drei Balls und zwei Strikes. Und gucken, der muss jetzt schön sein. Ansonsten ist es ein Walk. Und Pickoff-Versuch, aber Neo ist per Hechtsprung rechtzeitig zurück. Aber da sieht man, dass das auch manchmal doch schneller gehen kann, als einem lieb ist. High Heat. Ja, zwei weg. Jetzt am Schlag Patrick Pospich. Unsere Nummer 45, unser DH, Patrick Pato Pospi. Oh. Und ein Ball Richtung Third Base, aber mit einem super Wurf, muss man ihm zugestehen, vom Third Baseman zu 1 zum dritten aus. Ja, Tim Hartmann bleibt auf dem Mount. Der Spielstand ist nach wie vor 9:2 für die Gäste. So, wir müssten jetzt 7 oben sein. Erster Schlagmann für die Gäste ist Thomas Fenske. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Tim Hartmann, obwohl er schon 6 Innings im Arm hat, fängt das 7. mit einem Strike an. Und liefert gleich einen 2. Strike hinterher. Aber Thomas Fenske schießt einen Grounder Richtung Shortstop und Third Base und ist safe am ersten Base. Thomas Fenske schnell auf den Ball, deswegen kein Wurf von Conny Carsten. Coach am ersten Base. Die Alligators haben einen Base-Runner. Und mit der Nummer 52 gut in der Bettersbox, Christopher Kegel. Jetzt am Schlag Christopher Kegel. Kein Aus, erstes Base besetzt. Okay.
Ja, Christopher Kegel mit diesem Ball, der irgendwie im Infield stecken geblieben ist, schafft es auf die erste Base. Ja, immer noch kein Aus. Fenske auf der zweiten Base, Kegel auf der ersten Base. Jetzt am Schlag Dennis Röpke. Ja, da sehen wir zwei Strikes und noch kein Ball. Aber Nils, du musst dich da jetzt nicht zu äußern. Aber das war doch jetzt schön. Ja, der Wurf allerdings nicht zu spät an der ersten Base, sondern aus dem Handschuh von unserem First Baseman gesprungen nach einem Wurf von Benny Berning auf der dritten Base. Na, immerhin haben wir jetzt ein Aus für oder durch das Force Play, das Benny da gemacht hat. Oder durch den missglückten Wurf an die erste Base ist jetzt Kegel vorgerückt. Der war da auf Zack und ist dann, nachdem der Wurf in die Bütten gegangen ist, auf die 3 fortgelaufen. Und jetzt sehen wir. Ah, der ist aber gelungen, der Wurf. Zum zweiten Aus. Benny Berning hat sich da selbst ein Geschenk gemacht, könnte man sagen. Allerdings haben wir jetzt auch die zweite und dritte Base besetzt. Das Aus an der ersten Base ist eben geglückt. Jetzt am Schlag mit der Nummer 28 wieder Robbie Ingram. Ja, und Tim legt auch hier gleich mit einem Strike los. Ja, da muss ich sagen, die Kurve sieht heute echt super aus. Ja. Also, funktioniert. Aber ein Groundball zum Second Baseman, Lillian Buhl, der mit einem ordentlichen Wurf das dritte Aus an der ersten Base macht. Ja. Naja. Jetzt heißt es, 7 Runs machen. Also jetzt das letzte Halbinning, um nochmal 7 Runs aufzuholen. Da, ja, ich möchte jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber schon schwierig. Aber es ist schwierig. Aber wer weiß. Also ich meine, wenn sie jetzt ein gutes Inning erwischen, dann ist da immerhin noch alles drin. Ja. Jetzt als erster Schlagmann bei uns auch nicht Marco Pietschner, sondern Lillian Buhl. Das wird sofort korrigiert. Mittlerweile tut uns die Sonne ja auch den Gefallen, dass sie so weit rausgekommen ist, dass auch die letzten Schatten hier hinten hinter der Homeplate verschwunden sind und wir ein schön gleichmäßig helles Feld haben, sodass man auch alle Spielzüge ideal erkennen kann. Das war ein sehr weiter Wurf zum fast schon Centerfielder, würde ich sagen.
Das lädt ja fast schon dazu ein, die zweite Base zu stehlen, wenn man weiß, dass der Wurf immer drüber geht. Also Kraft und Distanz sind auf jeden Fall da. Jetzt ist es halt die Frage, wie präzise diese Würfe noch ankommen und ob die Regents das jetzt als Baserunner ausnutzen sollten und häufiger versuchen, die zweite Base zu klauen. Ja, hoffen wir erstmal auf Runner. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal am Schlag Lillian Buhl, der gleich den ersten Strike in einen Foul verwandelt. Und ein weiter Ball über die Außenseite. Ich sehe gerade hier im Chat einen Grand Slam in Doren. Wer hat den denn, also wer ist für diesen Grand Slam verantwortlich und wie ist denn jetzt der aktuelle Spielstand? Doren gegen Heidenheim müsste es sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Das erste Liga-Duell. Ja, gestern hat ja Heidenheim 6:0 gewonnen. Wäre natürlich jetzt interessant, ob das jetzt für Doren oder für Heidenheim ist, ne? Also ob Doren da noch ein weiteres Spiel erzwingen kann. Ja, vielleicht könnte uns da ja nochmal, Doren führt 5:0 gegen Heidenheim, 8. Inning. Das ist aber respektabel. Das klingt gut. Ja, dann wird es ja heute noch ein Spiel 5 geben, wenn das so bleibt. Ja. Ja, und wie Texas eben lautstark angekündigt hat, jetzt am Schlag Nate Hamel mit einem Aus und einem Ball. Genau, der ging richtig schön in den Dreck. Für alle, die auch im zweiten Spiel noch dranbleiben wollen, ihr müsst nichts weiter tun, als die knapp halbstündige Pause gleich auszusitzen, in der wir uns dann auch etwas Erholung gönnen, aber der Stream läuft hier weiter und das zweite Spiel seht ihr dann gleich auch hier im Anschluss. Also nichts weiter tun, kurz was essen gehen, die Zeit nutzen, die euch bleibt zwischen den beiden Spielen. Alle Hannoveraner, das Wetter wird heute, glaube ich, nicht mehr besser, die Sonne ist da, es ist schön warm. Also kommt gerne zum Platz auf euch Zuschauer hier im Stream. Also euch Hannoveraner als Zuschauer hier im Stream können wir dann verzichten. Setzt euch lieber hier ans Spielfeld und feuert euer Team an. Für euch Elmshorner bleiben wir natürlich dran. Kommentieren weiter, was das Zeug hält hier gemeinsam. Und zeigen euch natürlich das zweite Spiel auch in voller Länge, wenn nach diesem Walk. Ja, die hat sich Nate ganz gut angeguckt, ne? Ja, da hat er gut geguckt. Wer weiß, vielleicht lässt jetzt ja der Arm so ein bisschen nach. Auf jeden Fall sieht das nach einem guten Anfang für eine 7-Punkte-Jagd aus. Absolut. Jetzt am Schlag bei uns Benny Berning. Manchmal passieren die verrücktesten Dinge. Da hast du recht. Und ein weiterer Ball. Aber jetzt auch nach 7 Innings ist natürlich so ein bisschen Ermüdung auch vollkommen normal. Ja, ich denke schon. So. Ich glaube, da kann sich kein Pitcher von frei machen. Nach 7 Innings ist man schon gut geschafft. Mag natürlich so Ausnahmeathleten geben, die das locker wegstecken. Ja, zweiter Ball. Schauen wir mal, ob sich das so fortsetzt. Ob das jetzt nur eine Momentaufnahme ist. Ja, auch der dritte Ball war, oder gerade der dritte Ball war jetzt offensichtlich noch ein Tick zu hoch für den Homeplate Umpire. Aber was beschweren wir uns, ne? Das tun wir ja gar nicht.
Nee, ich denke, da kann Benny sich jetzt auch erstmal noch, oder sollte er sich jetzt erstmal noch einen Pitch angucken. Ja, da haben wir auch schon den ersten Strike. Da ist der Strike, aber 3-1 ist immer noch ein ja. guter Count für ihn. Ich denke, da kann er ordentlich drauf ja. aufbauen, wenn er jetzt die Nerven behält. Ah, das klang nicht gut. Das war es dann auch mit dem ersten Spiel. Das klang nach einem Broken Bat, das ja. Direkt in den Handschuh des Pitchers, der dann auch gleich das Double Play in der 1 macht, weil Nate so halfway ungefähr war. Ja. Da habe ich doch glatt das zweite Aus verpasst. Also das zweite Aus war jetzt das Flyout. Und das dritte Aus war der Wurf an die 1. Das habe ich dann nicht gesehen. Aber gut, dass du aufgepasst hast. Kurze Verwirrung. Ja, das war es jetzt mit dem ersten Spiel. 9-2 der Endstand. Ja. Das lief jetzt aus Hannoveraner Sicht im ersten Spiel nicht ideal. Aber nee. Ich meine, es kommt ja gleich noch ein zweites Spiel mit frischem Pitcher. Jetzt haben beide Teams knapp 30 Minuten Zeit. Ja. Sich mal ein bisschen zu erholen. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Coach, den kennst du bestimmt auch noch, der hat auch immer gesagt, wer splitten will, muss eins verlieren. Ja. Das ist ein wahres Zitat. Ja. Wir sehen jetzt hier schon, wie Marco Pietschner bereits hinter der Homeplate wieder das Feld ein bisschen in Ordnung bringt. Wie gesagt, wir sind in knapp 30 Minuten, also gegen 14.50 Uhr. Wieder für euch da. Und, ja. Ja. Und alle Hannoveraner an den Endgeräten da zu Hause, ne, kommt doch einfach hierher. Das hat Moritz ja eben schon gesagt. Ich möchte das nochmal bekräftigen. Das Wetter ist schön. So viele Heimspiele sind es dieses Jahr nicht das mehr. Das stimmt. Ne? Laut Kalender haben wir noch zwei weitere Heimspiele vor uns. Gegen Holm ist eins. Die kommt, glaube ich, nochmal hierher. Eins gegen Holm. Und was war das andere? Hamburg Knights ist, glaube ich, das nächste. Ah, okay. Die sind am, wenn ich mich nicht täusche, 9.9. hier zu Gast. Okay. Aber wir beide machen jetzt erstmal Pause. Genau. Wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Ja, und dann hoffentlich mit dem besseren Ende für die Regions. Ja, jetzt mit einem Gutwetterstart auf jeden Fall kann das ja alles nur besser laufen. So sieht's aus. Schlecht gelaufen ist es ja auch nicht. Es waren ordentliche Plays. Es war ein Inning dabei, wo es jetzt nicht so gut gelaufen ist, würde ich sagen. Ja. Soweit ich das jetzt vor Augen habe, waren das ja auch teilweise einfach Hits, wo du als Feldverteidigung kaum was machen kannst. Das ging in die Lücken. Ja, gut, waren auch ein paar E's dabei, aber ansonsten war das ein ordentliches Baseballspiel, ja. Da hast du recht. Ja, von daher, wir sehen uns gleich wieder. Jo. Bis dann. Jo, bis später.